Willkommen zurück zu Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Wir machen weiter bei diesem definitiv nicht Finalgebiet. Definitiv nicht. Also wie gesagt, das tut sich hier noch alles noch ein bisschen strecken. Was ist jetzt am besten? Ich würde sagen so. Jetzt kann ich sicherlich die hier irgendwie... Nee, so kann ich es nicht machen. Ist also ein bisschen komplizierter. Da werde ich mal weiter gucken müssen. So komme ich da nicht hin. Ah, Moment mal, da oben war was. Jetzt funktioniert nämlich auch das hier. Nein! Ah, da ist noch eine Bohne. Gut, dass ich runtergefahren bin, nämlich sonst hätte ich diese Bohne übersehen. Da sind gerade zwei Bohnen. Oh. Jetzt kann ich da den Block sicherlich aktivieren. Und hier sicherlich die Babys. Und hier, hier. Sehr gut. Ich würde sagen, das tun wir auch mal direkt abspeichern, denn für die 5 Sekunden bin ich mir nicht zu schade. Ja, sie kann uns nicht sehen, aber wir sie. Als es scheint, als würden unsere Stimmen sie nicht erreichen. Ach nee. Ah! Diese Stimme! Ist das Mario? Endlich ist er gekommen! Es ist möglich, dass der Aufschlag die Verbindung hergestellt hat. Ich bin hier eingesperrt, hier oben an der Spitze der Statue. Aber wie willst du? Da hat jemand die Verbindung gekappt. Die Übertragung wurde beendet. Die Überwachungsausrüstung scheint zerstörifiziert zu sein. Zumindest haben wir erfahren, dass die Prinzessin Peach in Sicherheit ist. Ich glaube, dieses Rohr führt zur höchsten Ebene. Nun kommen Sie schon zurück zum Abenteuer. Aber wozu ist dann der ganze Stuff rechts im Gebiet? Hoch geht's auch nicht mehr. Also ich frag mal nur, ob man hier nicht durch wieder hochkommt.
Ja, aber so kommen wir nicht weiter. Das ist wieder typisch wie Spiellogik. Denn genau jetzt müssen wir sicherlich hier diesen Weg nehmen. Denn das andere ist ja versperrt. Aber wenn wir hier den Weg hochgehen, dann kommt sicherlich ein Schalter, mit dem wir das entsperren können. Oh, schrecklicher Zufall. Ein Pilz. Oh, wie großzügig. Aber okay, der Wunderpilz, aber will man sich tatsächlich beklagen. Oh, man, hier kommt man sogar auch noch raus. Nämlich hier Shortcut Nummer 2. Gut. Dann kann jetzt auch mal langsam mal die Action beginnen. Jawohl, neue Gegner. Wenn man mal sehen kann, neue Gegner, die kennen wir schon. Das sind auch die, die wir besiegen können, ohne dass sie jemals angreifen. Jupp. Vorausgesetzt, wir machen erst Treffer oder wir kriegen mindestens einen toller Treffer. Beide Sachen sind im Kampf eben zugetroffen. Die erstmal wieder One-Hitten. Also nicht One-Hitten, aber so, dass sie nicht angreifen können. Jawohl. Okay. Ja, habt ihr gebufft. Aber einen tollen Treffer seid ihr auch Geschichte. Dieser Kampf wird auch direkt mit dem Level Up belohnt. Geht bis 4. Sicherlich geht das hier bis. Ne, geht nicht bis 6. Also geht bis 6 alles. Machen wir das mal plus 4, weil Bart ist niedrig. Bart ist jetzt auch nicht so nützlich. Aber der ganz andere Rest, der lässt sich halt eben nicht so hoch upgraden. Du hast ja fast schon garantiert, dass wir eine 6 kriegen bei Bart. Nochmal ein paar mehr Taschenwauze. Ich wollte schon sagen, sind hier nur Dekoration. Nein, sind sie nicht. Ach, das kennen wir doch schon 100 Mal. Nintendo, denkt euch neue Sachen aus. Toll. Aber wenn die Weltraumhose was ist, dann will ich mich nicht beschweren. Die ist sogar tatsächlich was. Hat er auch Luigi ausgerüstet. Macht Angriff plus 30. Verteidigung sogar plus 40 übertrieben. Und Bart plus 20, aber dafür KP minus 20. Aber im Gesamten... eigentlich doch ein ganz guter Deal. So geringfügig doof, dass ich jetzt hier nochmal von vorne beginnen muss. Aber dafür sollte es sich doch gelohnt haben. Ich verstehe wirklich nicht, wo ich da lang muss.
Ach so. Hier außen sogar ein verdächtiger roter Schalter. Mit dem wir hoch können. Was ist das denn? Sieben Münzen, heftig. Okay, müssen wir die Babys ran. Das Spiel will wieder, dass wir unsere Fähigkeiten verwenden. The fuck? Was war das denn? Naja. Ah, kein Erste, das heißt, sowieso zwei auf einmal, das heißt, da komme ich um eine Auseinandersetzung nicht drum herum. Oh, doch, unser Angriff ist inzwischen so hoch, dass wir ihn auch so hitten können, auch ohne toller Treffer oder Ersthit. Verdammt, war das ultra schlecht. Habt ihr einen Angriff vorhin auch gemacht? Okay, jetzt mal den Waffen. Was ist das denn für ein ultra mieser Angriff? Erstmal wieder deinen eigenen KP mal hochdrängen. Boah, dieser Defensiv-Buff. Der ist echt massiv. Jawohl. Sehr schön. Fragen. Also, Superpilz, zwei für dich. Nochmal, du. Waffen erst kann ich jetzt nicht zulassen, dass hier der angreifen darf. Oh, ich glaube, der einzelne Bengel da, der war nicht so schlimm. Trotzdem gehen wir mal zuerst auf den, weil du einen Angriffsbuff hast. Nice. Hat zwar nicht so gewollt, aber nice. Schön die tollen Treffer. Gefallen mir. Ein weiterer Max-Pilz als Belohnung. Aber beschwere ich mich nicht. Normal, ja, du kriegst einen einsamen Pilz. Sicher schon was, damit ich die Kanone starten kann. Ich möchte wetten.
etwas, was die Babys an Schalter drücken müssen. Ich bin überfragt. Kann sie drüber springen? Nein. Will sie drüber springen? Das sind die anderen beiden. Aber da kommen wir nicht dran aktuell. Hä? Dieses Puzzle verstehe ich nicht. Ich muss jetzt erstmal hier weitermachen. Oder gegen euch kämpfen. Ah, es macht Sinn. Ich schaue erstmal zur Kohle. Ich weiß mal nicht, was es mir bringt, aber. Wahrscheinlich macht das Sinn. Luigi, steh auf, danke. Aber die Gegner sind ja wesentlich einfacher als die anderen, die wir die da oben sind. Die da im Schloss sind, an der Oberfläche. Dann gibt es keinen Ruf, den Buffs. Ich meine, wie gesagt, Bart ist nicht so wichtig, aber gut, wenn da Sechsen gibt und sonst keine, dann. Verdammt. Was? Okay, zuerst muss ich dich hier klein stutzen, sonst wird es unmöglich sein, dich auszuweichen. Jetzt euch, denn ihr macht die schwersten Attacken. Ach komm. Kopierblume. Da so irgendwie. Ah, was er wahrscheinlich tun kann, ist, euch so rüber zu schicken. Ja, perfekt. Zwei Ultrapilze. Sehr schön. Okay, was haben wir hier? Ah, 20 Minuten ist eine doofe Länge. Eigentlich müsste ich noch länger machen. Aber ich will es auch nicht zu lang treiben. Aber ich mache das Gebiet jetzt einfach nur teilweise.
wenn das auf etwas ist, auf das wir uns einigen können. Das ist eine Zugbrücke. Eine Bohne. Das sind nicht eigentlich eine Bohne, aber nehmen sie trotzdem mit. Das sind Bohnen. Die Frage ist, warum? War ja auch zu einfach. Okay, dieser Kettenhund hat 4 Leben. Ich habe nur 5 diese Blöcke hier treffen oder was? Aha. Wahrscheinlich muss ich erst den hier treffen. Ja, ist ein einfaches Puzzle. Das ist jetzt 4-mal. Könnt mir ein unterhaltsameres vorstellen. Ich muss jetzt überlegen, wie muss ich 2 Blöcke so treffen, dass da der Strahl auf den Kettenhund geht. Jetzt müssen wir die 2 anderen treffen. Ich habe heute noch was anderes zu tun als jetzt hier. Ich sehe gerade denjenigen, den ich eben getroffen habe, der klappert mit den Zähnen schneller als die anderen. Was damit jetzt irgendwas zu tun, ist die Frage. Die Antwort lautet ja. Wenn wir es euch hier liegen lassen. Yay, wir können hier weiter. Aber eine Sache gibt es noch zu klären. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir können doch wahrscheinlich hier runter. Da wird wohl auch noch irgendwas sein. Ich glaube, als ob man da weiter käme, aber offenbar kommt man da so nicht weiter. Jetzt Speicherblock und paar Zähne, das wäre so ideal einfach. Und stattdessen gehen wir hier auf die andere Seite. Könnten theoretisch da oben hier überall
Ah, okay, wir können jetzt als die Babys da hochgehen. Da jetzt überall die Wege, die da oben sind, mal erkunden. Und da Rätsel lösen oder was weiß ich. Dann würde ich sagen, wir beenden mal an der Stelle den Part. Nämlich, das hier ist ein größeres Areal und da gibt es sicherlich einiges zu erkunden noch mit den Babys. Dann sage ich jetzt mal an der Stelle, ciao Leute! Wie schmeckt dir?